Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Webinarreihe gemeinsam mit ETF Securities. Das ist der dritte und der letzte Teil. Wir haben ja schon zwei Teile gesehen in den vergangenen Wochen. Beim ersten Teil, da ging es um die Basics. Was sind denn überhaupt Exchange-Traded Products? Was sind ETFs? Was gibt es da für verschiedene Formen von ETFs und was sind denn auch ETCs? Wie sind die genau ausgestaltet? Wie geschieht denn dort entsprechend auch die Thematik mit dem Underlying, wenn wir ein Future haben? Das heißt, Contango Backwardation haben wir gehört und was es damit auf sich hat. Dann hatten wir im zweiten Webinar das Thema Gold und Öl einen Ausblick darauf gegeben und dann eben auch, wie so eine Produktausgestaltung bei so einem ETC konkret aussehen kann. Das haben wir gesehen. Und abschließend heute befassen wir uns mit der Zukunft, die aber auch schon gelebte Praxis ist bei einigen Unternehmen und die dann eben auch noch weiter ausgebaut werden kann mit den beiden Themen oder mit den drei Themen Robotics, Automation und auch Cyber Security. Das ist eine spannende Geschichte, die wir uns heute anschauen. Vor allen Dingen auch, wenn man sich anschaut, dass da noch viel Potenzial da ist, gerade auch bei Robotics und bei Automation. Wenn man sich anschaut, dass auch viele, wenn wir bei den Autobauern sind, viele Autobauer noch nicht komplett umgerüstet haben auf die Automation und dass dort dann sicherlich auch viele menschliche Arbeitsplätze sicherlich in Zukunft wegfallen können und dass durch eben solche Automationsprozesse, durch solche Robotikprozesse dann übernommen werden kann. Das schauen wir uns gleich an und wir haben mit ETF Securities auch eine Aktion. Das sehen Sie jetzt hier vor sich auf dem Bildschirm. Sie können dort 76 ETCs und ETFs als Sparplan ohne Orderentgelt besparen bis zu einer Rate von 200 Euro und auch im Einzelkauf haben Sie hier kein Orderentgelt, sondern nur 98 Cent Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt. Ja, und zu dem heutigen Webinar begrüße ich wieder den Kollegen von ETF Securities, Timo Storz. Hallo Timo, auch an dich ein herzliches Willkommen und hallo. Ich Hallo hoffe, Mike. kannst du mich hören. Jawohl. Ja, danke für die einleitenden Worte, Mike. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Robotik und Automatisierung und im zweiten Teil Cyber Security. Mein Name ist Timo Storz und ich bin im deutschsprachigen Sales Team bei ETF Securities. Und ich werde Sie heute durch das Webinar entsprechend begleiten. Fragen beantworte ich gerne nach dem entsprechenden Kapitel und natürlich auch am Ende der Präsentation nochmals. So, würden wir gleich kurz mit dem Inhaltsverzeichnis anfangen. Ich werde eine kurze Einführung zu unserer Firma geben, wer wir sind und was wir tun. Und dann auch gleich mit dem Thema Robotics und Automation beginnen. Abschließend dann das Thema Cyber Security ansprechen. Die Firma ETF Securities wurde 2003 von Graham Tuckwell, einem Australier, gegründet und Graham Tuckwell hat den ersten Gold-ETC damals nach Europa gebracht. Das Unternehmen ist bis heute in privatem Eigentum und Graham ist dort Mehrheitsaktionär. Wir sind unabhängig von anderen Investmentbanken und haben heute eine Produktpalette von 350 Produkten. Diese umfassen Rohstoff-ETCs, Aktien, sprich thematische ETFs, Währungen und Fixed Income, was wir 2015 zusammen mit Lombard Odier als Meilenstein in dieser Grafik sichtbar auf den Markt gebracht haben. Dato heute verwalten wir 19 Milliarden US-Dollar. Dies ist zum größten Teil in Rohstoff-ETCs und entsprechend auch ein Teil in den thematischen Aktien-ETFs, die wir heute ansprechen werden. Während viele von uns die Auswirkungen der Robotik- und Automatisierungstechnik in Industrie und Produktion erst allmählich begreifen, entsteht bereits eine neue Generation von Robotern. Diese Roboter arbeiten mit und für den Menschen am Arbeitsplatz und natürlich auch zu Hause. Der Einsatzbereich dieser neuen Roboter werden immer zahlreicher und umfassen heute bereits Gesundheitswesen, Sicherheit, Landwirtschaft, Logistik, Medizin und auch persönliche Elektronik, Unterhaltung und natürlich im Haushalt.
Wenn man sich die Branche mal näher anschaut, was denn überhaupt alles in dieser Branche Robotik und Automatisierung mit aufgezählt wird, sieht man natürlich, das Spektrum ist gigantisch. Das fängt natürlich an von der Fertigungstechnik, Drohnen, sowohl für Aufklärungen als auch im Bau von Brücken, die dort gewisse, nochmal zum Beispiel Brückenpfeiler anschauen, nach Rissen untersuchen, im militärischen Bereich natürlich auch im Einsatz. Die Logistik, die Landwirtschaft ist ein ganz großes Thema. Komplexe Tätigkeiten, die auch gefährlich sind für den Menschen, werden von Robotern ausgeführt. Der 3D-Druck, die Automobilindustrie, der Haushalt. Alle Robotiksysteme operieren in drei Dimensionen. Das sind Handeln, Wahrnehmen und die Intelligenz. Die ersten Roboter üben überwiegend monotone Tätigkeiten in gefährlichen Umgebungen aus, wie zum Beispiel die Entsorgung von Gefahrengut. Mit der Zeit spielt die Wahrnehmung eine immer größere Rolle, da Roboter lernen und auch sich auf Situationen entsprechend anpassen. Eine neue Generation von einfach zu programmierenden Robotern hat die dritte Dimension der Intelligenz hinzugefügt. Zunehmend werden Roboter in mehreren Sektoren wie in der Fertigung, in der Dienstleistung, im Gesundheitswesen und in der Forschung eingesetzt. Und wenn man sich diese Bereiche, diese Anwendungsbeispiele für Roboter genauer ansieht, dann finden wir auch heute schon Schlagzeilen, wie zum Beispiel, dass Prostata-Operationen in den USA, Arzt dort gesteuert werden und der Patient schon in Japan auf dem Behandlungsbett liegt. Die größten Drohnenhersteller, die 2014 noch 130 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, steuerten im Jahr 2015 schon einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar an. Drohnen werden auch schon eingesetzt, um beispielsweise Pakete auszuliefern. Und natürlich auch der Landwirtschaftssektor ist ein wichtiger Bereich. Denn in 2050 beträgt die zu erwartende Weltbevölkerung 9 Milliarden Menschen. Was bedeutet, dass die landwirtschaftliche Produktion verdoppelt werden muss. Und dort ist natürlich der Einsatz von Robotern ein wichtiges Kriterium. Wenn man sich den Wachstummarkt in der nächsten Dekade ansieht, sieht man doch deutlich, dass der Robotermarkt für Endverbraucher der am schnellsten wachsende Sektor ist. Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 17% zwischen 2014 und 2019. Wie erwähnt, es werden schon 80% aller Prostata-Operationen in den USA von Robotern durchgeführt, die einfach präziser und genauer sind. Empathische Roboter werden schon in Altersheimen eingesetzt. Das ist ein ganz starker Trend, der in Japan verfolgt wird. Der 3D-Druck wird natürlich auch verwendet, um in der Medizintechnik Prothesen für Kinder herzustellen und andere Menschen. Und die ersten autonom fahrenden Autos werden auch schon in Deutschland und in den USA getestet. Die deutsche Industrie plant bis 2020 40 Milliarden Euro jährlich für das Thema Industrie 4.0 ein. Das sind gewaltige Summen, die natürlich das Wachstum dieses Marktes positiv unterstützen. Und wenn man sich die Wachstumsbranche in einer frühen Entwicklungsphase genauer ansieht, dann möchte ich das kurz an diesem Graph verdeutlichen. Der zeigt in den aufgeführten Ländern, wie stark die Anzahl an Roboter, die Intensität in den verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Dort sehen wir in grün jeweils die Intensität von Robotern in der Automobilindustrie, die bei einigen Ländern durchaus sehr ausgeprägt ist. Jedoch sieht man, dass es außerhalb der Automobilindustrie, also in der generellen Nutzen, wie erwähnt, noch weit in den Kinderschuhen steckt. Und was natürlich auch sehr interessant ist, dass natürlich auch Länder wie China eigentlich noch wirklich in der Anfangsphase von dieser Entwicklung sind. Wir werden uns das nachher noch genauer anschauen, was Export- und Importzahlen von Robotern betrifft und sehen, dass dort China große Lücken aufzufüllen hat, was das Thema Robotik betrifft. Sowohl Unternehmen als auch private Haushalte greifen vermehrt auf die Robotiklösung zurück. Und aufgrund der technologischen Einschränkungen und dem Aufwand der Arbeitsumgebung, sich an das neue Werkzeug anzupassen, machen herkömmliche Industrieroboter zurzeit lediglich 10% des Produktionssektors aus. Im Haushaltsbereich und im Büro, also Büroroboter, gehen wir für das Jahr 2019 von einem Marktvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar aus, was natürlich positiv sich auf die generelle Industrie hier die grauen Balken auswirken wird.
Und wie zur Einleitung schon erwähnt, Roboter und Lohnkosten. Diese Grafik vergleicht die Kosten pro Produktionseinheit eines Roboters und eines Arbeitnehmers bei Foxconn. Wenn man davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer in 24-Stunden-Schichten arbeitet, da das ein Roboter in diesen Zeiteinheiten eben durchlaufen kann. Und da sieht man ganz deutlich, dass eine zunehmende Anzahl von Unternehmen sehen in Robotern eine kostengünstige Alternative für deren Produktions- und Dienstleistungsbedürfnisse. Momentan sind Roboter, die Jahre zuvor waren Roboter sehr teuer zu produzieren und dann einzusetzen, was sich noch nicht amortisiert hätte oder noch nicht die Kosten entsprechend ausgeglichen hätte. Wenn man sich anschaut, dass Tesla bereits ihre ganze Produktion ausschließlich auf Roboter basiert, war das zu der Zeit, als sie diese Entscheidung getroffen haben, ein enormer Investmentaufwand. Je mehr diese Roboter natürlich nachgefragt werden und je mehr natürlich die Roboter auch den Einsatzbereich erfüllen, desto kostengünstiger können diese Roboter auch hergestellt werden und entsprechend wird sich auch dieser Break-Even zu den Lohnkosten immer weiter senken, was natürlich bedeutet, dass wir irgendwann viele Arbeitsplätze dort eben mit Roboter ersetzen können. Und während die Lohnkosten weiter steigen, werden Roboter immer günstiger und können natürlich auch entsprechend komplexere Tätigkeiten präzise ausführen. Ein ganz wichtiges Kriterium ist natürlich auch die alternde Gesellschaft. Die Welt altert und während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu schrumpfen beginnt. China könnte eine schrumpfende Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schon 2020 gegenüberstehen. Und auch in Indien wird der gleiche Trend um 2045 erwartet. Die dargestellten Länder im linken Chart machen ungefähr 70% der Weltproduktion aus. Westliche Länder sind schon früher betroffen von einer alternden Bevölkerung, die nicht mehr erwerbsfähig ist, die durchaus intensiv natürlich auch versorgt werden muss, verpflegt und natürlich auch betreut werden muss. Wir sehen hier auf diesem Graph die Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 in Millionen und die aufgeführten Länder dort repräsentieren 70% der Weltproduktion. Diese alternde Gesellschaft wird natürlich auch entsprechend dann versorgt und wie erwähnt, findet der Einsatz von empathischen Robotern auch in Japan schon sehr großen Einsatz, dass dort alte Leute von diesen Robotern überwacht werden, sei es auch aus der medizinischen Sicht, wie ist der Blutdruck, wie ist die körperliche Verfassung von der Person und entsprechend natürlich diese Werte auch an den Arzt übertragen werden, um hier eben Probleme früh zu erkennen. Diese Roboter können auch schon sprechen, sie unterhalten die Menschen, sie reden dort mit den Menschen, also es ist eine ganz andere Entwicklung, die sich dort in Japan schon bildet und es unter Umständen eine Frage der Zeit ist, bis auch diese Roboter für diese Funktionen auch bei uns irgendwann eingesetzt werden. Und wenn man sich das an den Hauptabnehmerländern für Roboter ansieht, sehen wir, dass auch China in Rot aufgetragen einer der größten Hauptabnehmerländer für Roboter ist. Wie anfangs gezeigt, gibt es bei China dort noch Lücken, die entsprechend gefüllt werden müssen. China ist dort in der Phase aufzuholen und diese Anzahl an Roboter, wie es teils schon in Deutschland oder Korea eingesetzt wird oder in den USA, wieder aufzuholen. Wir sehen natürlich USA an zweiter Stelle, Japan schon sehr früh mit einer hohen Nachfrage zu diesen Robotern, natürlich entsprechend auch schon in diesen Bereichen weiter fortgeschritten, was die alternde Gesellschaft betrifft oder die Landwirtschaft. Auch Korea zählt zu ganz wichtigen Hauptabnehmerländern. Wir sehen in lila, pink aufgetragen, ja, lila Europa ohne Deutschland. Und Deutschland zählt natürlich als Land auch als großer Abnehmer, gerade was das Thema Industrie 4.0 betrifft, dort eine große Nachfrage von deutscher Seite aus. Der Rest von Asien entwickelt sich natürlich auch entsprechend positiv. Und wir gehen davon aus, dass diese Trends auch in den kommenden Jahren weiter voranschreiten und hoffen, dass wir auch in einem Jahr in diesem Webinar unter Umständen Zahlen zeigen können, die das jetzige Stadium weit überschreiten. Um das Ganze mal kurz ein bisschen transparenter zu gestalten, welches Unternehmen steckt dahinter, die diese Unternehmen in der Robotikbranche auswählt? Das ist RoboGlobal.
Provo Global ist ein Unternehmen mit führenden Wissenschaftlern in der Robotik- und Automatisierungsindustrie. Ein Beispiel wäre Professor Dr. D'Andrea. Er hat dort damals mit einem Kollegen für Amazon, oder Amazon hat es aufgekauft, er hat kleine Roboter entwickelt, die die Lagerhallen zu den Personen fahren. Also die, nicht die Lagerhallen, die Lager in den Hallen zu den entsprechenden Personen fahren und nicht, dass die Personen immer zu den Lagern laufen müssen und entsprechend die Produkte suchen. Das spart natürlich Zeit. Und diese Technik wurde von Amazon aufgekauft und ist heute im Einsatz. Und auch Professor Dr. D'Andrea ist dort nach wie vor aktiv, was das Thema Drohnen jetzt betrifft, um hier wieder den Markt etwas weiterzubringen. Robo Global hat den ersten Benchmark-Index entwickelt, der eben Robotikunternehmen weltweit beinhaltet. Und der Filterungsprozess, den wir nachher uns noch genauer anschauen werden, wird von innovativen Unternehmen quer durch die Wertschöpfungskette der Robotik- und Automatisierungsindustrie angewandt. Was die Wertschöpfungskette beinhaltet und wie das genau aussieht, schauen wir uns in den folgenden Slides natürlich auch an. Nachgewiesener Erfolg in den USA mit einem Produkt, das schon vorher am Markt war und dort wirklich sehr, sehr gute Erfolge eingefahren hat. Beim Auswahl dieser Unternehmen sind natürlich gewisse Kriterien erforderlich, die in der Robotik- und Automatisierungsbranche tätig sind. Auch diese werden wir uns jetzt im Laufe näher anschauen. Wenn man sich die Performance des Robotik-Index in Rot anschaut gegenüber bekannten Technologieindizes, wie zum Beispiel den TechDAX, den FTSE Tech-Index, dann sehen wir durchaus, dass dieser Bereich sehr viel Wachstumspotenzial aufweist. Wir sehen, dass es Ende des Jahres 2015 zu einem Knick nach unten kam, aufgeschlossen zum S&P Global, zum TechDAX. Dieser Einbruch kam zustande, da der 3D-Druck damals zu den größten Verlierern in diesem Segment gezählt hat. Warum das so war? Die Erwartungen waren einfach zu hoch an den 3D-Druck. Und das hat sich Ende 2015 relativiert, demnach auch der Einbruch. 2016 zählt jedoch dieser Sektor schon wieder zu den Bestperformenden, der 3D-Druck. Und dieses Gap, was nach unten abgefallen ist, wurde auch inzwischen schon wieder erfolgreich aufgeholt. Der Vorteil ist natürlich an diesem Index, dass wir Unternehmen haben, die wirklich breit diversifiziert sind in diesen Bereichen und Robotik und Automatisierung. Und das ist natürlich so ein Bereich, ein Einzelbereich, wie zum Beispiel ausschließlich der 3D-Druck, die Negativperformance über andere positive Sektoren dennoch kompensiert werden kann. Wenn wir uns die Unternehmen im Index, die Aufschlüsselung genauer ansehen, dann sind 24% dieser dort enthaltenen Unternehmen im Bereich Software, Ausrüstung der Industrieautomatisierung tätig, 16% sind Komponenten, Software- und Teilsystemhersteller, 11% Roboter im Gesundheitswesen der Automatisierungsprodukten, 9% ist der militärische Bereich von unbemannten Flugkörpern, sprich Drohnen, 6% macht der 3D-Druck aus, 6% Sensoren und Bewegungsverarbeitungs- und Spracherkennung, weiteres im Agrarbereich, maschinelle Sehen- und Bilderkennung, Fernsteuerung von Fahrzeugen für Unterwasser und für Energie, weitere 4% Automatisierung und Herstellungstechnologien, Antriebstechnologien, Mikrocontroller und Roboter für Konsumenten- und Maschinennavigationstechnologien. Das ist so der Bereich, der über diesen Index, die Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, das sind immer 80 Unternehmen. Die Filterungsprozesse schauen wir uns auch gleich an und diese 80 Unternehmen sind in diesen Bereichen entsprechend tätig. Wenn man sich die Aufschlüsselung dann nach Sektoren nochmal betrachtet, haben wir 47% zusammengefasst im industriellen Sektor, 33% für Informationstechnologie, 11% im Gesundheitswesen, 5% Energie und 4% im Konsumsektor. Was die geografische Aufschlüsselung betrifft, sehen wir dort einen Großteil in Amerika und Asien, 39% und 35%, 22% in Europa und 4% in Afrika bzw. Middle East. Die Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung ist auch ganz wichtig. Dort werden wir nachher uns nochmal anschauen, was bedeutet Bellwether und Non-Bellwether Unternehmen. Dort sehen wir, dass circa die Hälfte Large Caps sind, 27% sind Mid Caps und 28% Small Caps. Das liegt auch daran, dass natürlich viele Unternehmen in diesen Bereichen Unternehmen sind, die noch nicht vor allzu langer Zeit gegründet wurden, die am Wachsen sind, das Potenzial haben
aber noch nicht an der Börse zu einem Mid-Cap oder Large-Cap zählen. Merchant Acquisition in diesen Bereichen, also dass große Unternehmen die Expertise von diesen kleinen Unternehmen aufkaufen, ist auch ein sehr wichtiges Kriterium, was auch sehr positiv sich auf den Index auswirkt und die Performance. Um diese Slide zu vereinfachen, die Methodologie hinter diesem Auswahlprozess funktioniert folgendermaßen. Es gibt ein großes Universum an eine Datenbank an 3000 öffentlichen und privaten Unternehmen, die in diesem Sektor Robotik und Automatisierungsindustrie tätig sind. Aus diesem Bereich wird ein dreistufiger Auswahlprozess angewandt. Das heißt, Unternehmen werden eingeteilt in Bellwether- und Non-Bellwether-Unternehmen, was wir uns gleich anschauen im näheren Detail und entsprechend in diese vorhin erwähnten 14 Subsektoren dann klassifiziert. Der Index folgt entsprechend auch Richtlinien. Dort sind natürlich zum einen die Usage-Fähigkeit des Index muss gewährleistet sein. Natürlich müssen diese Unternehmen auch eine Mindestmarktkapitalisierung vorweisen. Das wäre mindestens 200 Millionen US-Dollar und mindestens 500.000 durchschnittlich tägliches Volumen zum Handeln haben. Diese Unternehmen aus der gesamten Datenbank von 3000 werden dann über Prozess 2, Index, Industrieklassifizierung und Indexrichtlinie auf ca. 200 Unternehmen reduziert und tatsächlich Indexkomponenten haben wir dann 80 Unternehmen. Diese 80 Unternehmen bilden dann einen gleichgewichteten Index, der die ganze Wertschöpfungskette dieser weltweiten Robotik- und Automatisierungsindustrie abbildet. Wie das genau aussieht, was sind Bellwether- und Non-Bellwether-Unternehmen? Bellwether-Unternehmen sind Unternehmen, die etablierte führende Unternehmen, deren Kerngeschäft in der Robotik und Automatisierung liegt, sind dann oft auch Unternehmen im Bereich Small- und Mid-Cap. Non-Bellwether-Unternehmen sind Unternehmen, die einen deutlichen Teil des Geschäfts und Umsatz aus der Robotik- und Automatisierungsindustrie erzielen, sowie ein hohes Wachstumspotenzial durch Innovation und oder Markteinführung ihrer Produkte vorweisen. Da zählt natürlich dann auch ein Unternehmen wie Siemens mit rein. Dazu gehört auch KUKA, Leoni, um mal bekannte Unternehmen in diesem Index zu nennen. Dieser Ansatz garantiert dem Index sowohl einen Zugang zu innovativen Unternehmen in der Anfangsphase neuen Innovationen, wie auch bereits etablierte Unternehmen. Die Gewichtung von 40 und 60 resultiert darin, dass jedes Bellwether-Unternehmen eine circa doppelt so hohe Gewichtung aufweist wie ein Non-Bellwether-Unternehmen. Anschließend gewichtet der Index jede seiner Komponenten gleich, um hohe Marktkapitalisierungen und bei High Sell Low, wie man es so schön nennt, Neigungen klassischer Marktkapitalisierungsindizes zu verhindern. Wenn man sich die Details von diesem Produkt näher anschaut, sehen wir dort kurz nochmal zusammengefasst. Die Replikation ist synthetisch, es ist swap-basiert. Das liegt aber auch daran, dass wir 80 Unternehmen in diesem Index haben, die weltweit an Börsen gehandelt werden. Diese 80 Unternehmen sind in 15 Ländern verteilt und entsprechend wird es natürlich auch sehr teuer für das Indexkomitee dort entsprechend diese ganzen 80 Unternehmen physisch einzukaufen. Deswegen bleibt die Indexstrategie noch synthetisch. Die Kosten liegen bei 95% und die Erstnotierung war im Januar 2015. Das Produkt kann auch über die deutsche Börse gehandelt werden, ist thesaurierend und entsprechend auch gesichert bei der Bank of New York Mellon mit Wertpapieren im Wert der Investition mit einer zusätzlichen Überbesicherung. Zum ersten Teil, Robotik, Automatisierung, wären wir an dieser Stelle fertig. Ich würde natürlich gerne Fragen zu diesem Thema beantworten, bevor wir das zweite Thema Cybersecurity aufgreifen und dort Licht hinter das Dunkle bringen, was die Cybersecurity beinhaltet. Es sind keine Fragen bis jetzt eingegangen. Natürlich beantworte ich gerne Fragen zu diesem Thema auch am Ende der Präsentation nochmal. Würde dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Cybersecurity im Zuge der globalen Digitalisierung, wo enorme Mengen an Daten elektronisch abgespeichert werden.
spielt die Sicherheit dieser Daten natürlich eine zentrale Rolle. Und in diesem Bereich Datensicherung schauen wir sowohl einmal auf die private Seite als natürlich auf die industrielle Seite. Und auch dieser rasant wachsende Sektor möchten wir über diesen ETF Cybersecurity investierbar machen. Und wie das genau aussieht, schauen wir uns im Detail noch an. Um eine kurze Einführung zu dem Hintergrund zu geben, Cyberattacken sind auch unter dem Namen Computer Network Attacks bekannt. Es sind absichtliche Angriffe auf EDV-Systeme, Infrastrukturen und Computernetze, technologieabhängige Unternehmen oder PCs. Die Motivation für einen Cyberangriff sind natürlich der finanzielle Gewinn, Rache, Wunsch nach Anerkennung und Macht, Loyalität gegenüber der Organisation und politische Überzeugung. Cybersecurity beschäftigt sich mit der Infrastruktur und dem IT-Service, Systeme, Netzwerke und Daten im Internet zu schützen. Und laut US-Ausgabenpläne aus dem Jahr 2010 war schon zu erkennen, dass die Regierung mehr als 13 Milliarden US-Dollar jährlich für Cybersecurity in den nächsten 5 Jahren zugeteilt hat. Wir werden uns die aktuellen Zahlen nochmal genauer ansehen und werden dort feststellen, dass dieser Bereich enorm gewachsen ist. Adam Vincent hat in einem Zitat zusammengefasst, die Gefahr wächst schneller, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Und mit jeder neuen Entwicklung im Bereich Cybersecurity wächst auch die Bedrohung. Und die Angriffe werden noch komplexer und noch ausgeklügelter. Das ist also ein Wachstum, das sich gegenseitig nach oben treibt. Was treibt das Wachstum in dieser Industrie überhaupt an? Die Faktoren sind neue Ziele. Es ist zunehmende Abhängigkeit von elektronischen Infrastrukturen und Geräten zum Speichern und Kontrollieren von Daten weltweit. Die Entwicklung neuer Methoden, kontinuierliche Weiterentwicklung der Arten von Bedrohungen im Netzwerk aufgrund zunehmender Online-Zugang und preiswerter Technologie. Hackerangriffe können heute recht kostengünstig das Material angekauft werden und diese Angriffe können auch ganz anonym aus kleinen Büroräumen oder kleinen Räumen unterirdisch ausgeführt werden. Das bedarf keinen hohen Investitionsaufwand. Und die erhöhte Versuchung natürlich. Das erhöhte Schadenspotenzial und strafrechtliche Belohnungen, da die Technologie vermehrt von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen verwendet wird. Wenn man sich das Wachstum anschaut, erkennt man da durchaus auch Nebenwirkungen. Es ist einerseits ein sehr essentielles, ein Bereich, der essentielle Ausgaben mit sich bringt. Cybersecurity sind essentielle Ausgaben von unabhängig von der wirtschaftlichen Bedingung eines Landes. Es ist auch ein sehr vielfältiger Kundenstamm, denn Ausgaben für Cybersecurity kommen von einer vielfältigen Gruppe, bestehend aus Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen. Es ist sehr ereignisgesteuert. Man sieht durchaus nach gravierenden Angriffen mit hohen Schäden, dass natürlich das Interesse nach Cybersicherheit enorm zunimmt. Wenn man sich dort Beispiele anschaut, wie eBay mit 145 Millionen entstandener Schaden, auch JP Morgan war betroffen, Yahoo mit 22 Millionen, das sind enorme Schäden, die auch durch die Medien gehen, wo natürlich nochmal die Alarmglocken geläutet werden, dass Cybersecurity durchaus ein wichtiger Teil ist für die Zukunft. Und das Thema Fusion und Übernahmemöglichkeiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Cybersecurity-Technologie sind zukünftig eine Anzahl von Fusionen und Übernahmen zu erwarten. Viele Unternehmen, die sich dort klein spezialisieren, werden dann von größeren Firmen wiederum aufgekauft mit deren Expertise, um deren Wertschöpfungskette damit zu bereichern. Und man hört auch vermehrt von gehackten Cloud-Daten, Diebstahl von Kundendaten wie bei Banken und Versicherungen, die dann nur wieder gegen Erpressungsgelder freigegeben werden. Eine Regierung macht natürlich auch ein Cyberangriff erpressbar, wenn dieser auch natürlich entsprechend erfolgreich war. Wenn man sich das mal in Zahlen anschaut, 66% jährliche Zunahme von gemeldeten Cyberattacken, wobei man natürlich bedenken muss, auch ein Großteil, der nicht gemeldet wird, wo enormer Schaden entstanden ist. 400 Milliarden US-Dollar kostet die Cyberkriminalität die Wirtschaft jedes Jahr. Und 70% Wachstumsrate für Cybersecurity-Firmen wird für die nächsten 5 Jahre prognostiziert. Wenn wir uns das zum Thema der gemeldeten Fälle genauer ansehen, sehen wir, dass es seit dem Jahr 2009 bis 2014 eine rasante Zunahme dieser gemeldeten Cybersecurity-Vorfälle gegeben hat. Wie gesagt, es ist wichtig auch zu wissen, wie viele dieser Fälle wurden nicht gemeldet.
und wie hoch dieser Schaden dort eben war. Und seit 2009 ist die Anzahl der erfassten Cybersecurity-Vorfälle um eine jährlich kumulierte Wachstumsrate von 66% gestiegen. Cybersecurity-Unternehmen können von zunehmenden Vorfällen profitieren, da dies die Nachfrage nach der Hardware und Software und der Dienstleistungen natürlich auch stimuliert. Die Kosten für Cybersicherheit steigen auch entsprechend. Das Budget für Informationssicherheit ist hier aufgetragen. Das unterteilt auf die Größe des Unternehmens. Bei kleinen Unternehmen mit kleiner 100 Millionen Umsatz werden entsprechend 730.000 bis 920.000 US-Dollar eingeplant. Bei mittleren Unternehmen ist diese Zahl zum Teil schon dreifach so groß. Und wenn man sich das für die großen Unternehmen ansieht, die doch meistens im Fokus von Cyberangriffen stehen, sieht man doch, dass das ein enormes Budget ist, das dort für Informationssicherheit aufgewendet wird. Und diese Schätzungen beinhalten jedoch keine Verluste wie Diebstahl von geistigem Eigentum oder Geschäftsgeheimnissen, die natürlich auch einen gewissen finanziellen Wert haben, aber so nicht materiell von Cyberattacken betroffen werden. Wenn man sich die Wachstumsprognose anschaut, sieht man, dass 70% der Wachstumsprognose von derzeit 106 Milliarden auf über 170 Milliarden Marktvolumen bis 2020 vorhergesehen werden. Hierzu nochmal eine kurze Zusammenfassung von Cyberattacken, die entstanden sind. Das sind natürlich auch Unternehmen dabei wie eBay, PlayStation, JP Morgan, Yahoo, die natürlich über Cyberattacken A, ihr Image schwer gefährdet haben und B, natürlich auch einen enormen Schaden zu verzeichnen haben. Und die Vertrauensfrage, sind diese Daten, die dort abgespeichert werden von Kunden, entsprechend sicher oder nicht? Und natürlich bei diesen enormen Schäden lohnt es sich natürlich auch für diese Unternehmen, ihre Daten entsprechend mit einem Investitionsaufwand auch für die Zukunft besser zu schützen, um eben nicht wieder ein Opfer dieser Angriffe zu werden. Wenn man sich kurz die Informationen zu diesem Produkt, diesem ETF anschaut, der Index wurde am 26. August 2015 kreiert. Es sind 32 Bestandteile in diesem Index. Dieser ist im Gegensatz zu dem Robotikprodukt physisch. Das heißt, es ist eine kleinere Anzahl von Unternehmen, deren Aktien hier eingekauft werden, demnach physisch preiswert umzusetzen in US-Dollar und entsprechend die Informationen auch zum Handel, was Bloomberg's Code betrifft, auf dieser Slide. Das wird später noch einmal kurz zusammengefasst, um das Thema dort auch abzurunden. Die Kosten betragen hier 0,75%. Wenn man sich die Unternehmen in diesem Bereich ansieht, werden hier zwei Klassifikationsgruppen gebildet. Das sind einerseits Infrastrukturanbieter, andererseits Dienstleistungsanbieter. Infrastrukturanbieter sind Unternehmen, die als direkter Anbieter im Bereich Hardware- und Softwareentwicklung für Cybersecurity tätig sind und deren Hauptgeschäftszweig sich auf die Cybersecurity-Industrie konzentriert. Dienstleistungsunternehmen sind die Unternehmen, deren Kerngeschäftsmodell Serviceleistungen im Bereich Cybersecurity umfasst und für die sämtlichen Geschäftsaktivitäten im Bereich Cybersecurity ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens darstellt. Das ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie im Robotik-ETF mit den Bellwether-Unternehmen und den Non-Bellwether-Unternehmen, die ein wichtiges Kerngeschäft in der Robotikindustrie haben und die Unternehmen, die nur einen Geschäftszweig in dieser Industrie haben und entsprechend auch steigern und entsprechend auch dieser Geschäftszweig auch entsprechend zum Umsatz beiträgt. Bekannte Unternehmen natürlich hier in diesen Bereichen sind natürlich Paracuda Networks, CyberArk oder Kisco Systems, um hier ein paar namhafte Unternehmen zu nennen. Natürlich gibt es auch hier Anforderungen an diese Unternehmen. Sie müssen mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung aufweisen und mindestens 1 Million tägliches Handelsvolumen über 3 Monate aufweisen können und an einer anerkannten Börse notiert sein. Wenn man sich das im Hintergrund noch mal etwas genauer ansieht, wie diese Unternehmen ausgewählt werden, gibt es einmal die Indexkomponenten, das sind geeignete Aktien, werden von dort von ISE, das ist das Unternehmen, die diesen Index definiert, bestimmt. Wie gesagt, Marktkapitalisierung ist ein ganz wichtiger Punkt, das Handelsvolumen über die 3 Monate
und der Index muss mindestens 24 Titel beinhalten. Er beinhaltet eigentlich seit längerer Zeit schon 32 Unternehmen, die dort tätig sind. Infrastruktur- und Sektorgewichtung von Serviceanbietern ist der zweite Filter. Einzelne Aktiengewichtungen, also die Komponenten, sind in jeder Gruppe gleichgewichtet. Und die Anpassung der Gleichgewichtung und Optimierung. Da gibt es eine Liquiditätsoptimierung. 25 Millionen US-Dollar tägliche Mittelzuflüsse in dem ETF sollen weniger als 25% des täglichen durchschnittlichen Durchschnittsvolumen über die letzten 3 Monate einer Einzelaktie widerspiegeln. Natürlich muss der Index auch UCITS-konform sein, sprich diesen Diversifikationsregeln entsprechen. Und vierteljährlich findet dort eine Anpassung der Gewichtung statt. Wenn man sich die Allokation auf Länder und der Marktkapitalisierung ansieht, ein Großteil ist in den USA, 64% der Unternehmen, 11,2% in Israel, Japan ist ein bedeutender Teil, die Niederlande, Großbritannien, Südkorea und Kanada. Und wenn man sich das nach der Größe der Unternehmen nochmal näher betrachtet, die Hälfte der Unternehmen sind Small Caps, ungefähr nochmal 34% Mid Caps, ein geringer Teil in Large Caps und ein dünner Teil nochmal die Mega Large Caps. Und wir sehen natürlich, dass gerade Small Cap Unternehmen sind Unternehmen, das ist ein Bereich, der wächst. Dort sind die Unternehmen eben noch nicht so lange am Markt und die Expertise wächst aber rasant in diesen Unternehmen an. Und es gibt durchaus immer wieder Fälle, dass Large Caps oder sogar Mega Large Caps diese Small Caps aufkaufen und dann entsprechend diese Expertise zu ihrem Mehrwert dazu kaufen. Wenn das in einem Index der Fall ist, dass ein Unternehmen aufgekauft wird, das bereits im Index schon enthalten ist und damit die Anzahl an Unternehmen im Index um 1 reduzieren würde, könnte das nächste Unternehmen in diesen Index reinrutschen, das entsprechend diese Voraussetzungen der Mindestmarktkapitalisierung und des täglichen Handelsvolumens erfüllt. Wenn man sich das historisch ansieht, Kennzahlen, was Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio betrifft, sieht man, dass dieser Cybersecurity Index sich sehr gut gegenüber dem TechDAX oder S&P Global profilieren kann. Es ist natürlich so, dass dieser Index ausschließlich Unternehmen in diesem Bereich Cybersecurity beinhaltet und damit keinen wirklichen Vergleichsindex, der identisch dazu wäre, hat. Die Sharpe Ratio durchaus mit 0,3 sehr gut bewertet. Volatilität ist natürlich in diesem Bereich durch einige Small-Cap-Unternehmen natürlich immer wieder gegeben und die Rendite über längere Zeit auch sehr positiv. Es kommt immer wieder zu sehr positiven Ausschwankungen, wenn eben Cyberattacken stattgefunden haben, wenn wieder die Medien von Cyberangriffen berichten, von einem entstandenen Schaden, dann werden natürlich diese Unternehmen stark nachgefragt und haben einen starken Zuwachs an den Börsen und zusammen den Index natürlich dann auch entsprechend nach oben treiben. Es ist eventgetrieben, wie vorher erwähnt, und durchaus ein Bereich, der sich immer besser und immer stabiler entwickelt. Wenn man sich das hier nochmal über die gesamte Palette an bekannten Indizes ansieht, ist es durchaus eine niedrige Korrelation über 5 Jahre mit anderen Technologieindizes. Wer sich hier nochmal für die Fakten interessiert, wie sich dieser Cybersecurity ETF bzw. der Index mit diesen Unternehmen gegenüber dem Dow Jones Technology Index zum Beispiel verhält, kann man das in dieser Tabelle nochmal schön ablesen. Ich wäre hiermit mit dem zweiten Teil auch am Schluss angekommen. Ich stehe natürlich gerne für Fragen, was die Indizes beinhalten, wie die Unternehmen ausgewählt werden, nochmal gerne zur Verfügung, auch zum Thema Robotik. Und dort sehe ich, ist auch schon eine Frage eingegangen. Der Robo Global Robotics and Automation Dual Usage ETF ist swap-basiert. Wie partizipieren die im Index gelisteten Unternehmen von dem von mir über den Fonds investiertes Kapital? Wenn das Geld aus dem Fonds diesen Unternehmen nicht zufließt, dann können diese doch nicht partizipieren oder mehr Rendite erwirtschaften, oder doch? Die Unternehmen, die dort im Index beinhaltet sind, das Geld fließt natürlich nicht direkt in diese Unternehmen. Aber auch über diese swap-basierte Variante steigt natürlich auch diese Nachfrage nach diesen Aktienunternehmen. Es geht nur darum, dass der ETF diese Unternehmen nicht direkt beinhaltet. Das heißt, diese Aktien sind nicht physisch in diesem ETF enthalten.
Dennoch müssen diese Unternehmen natürlich in dem Index aufgenommen sein und natürlich auch im Index enthalten sein. Und diese sind natürlich dann auch entsprechend, die Nachfrage natürlich an der Börse ist natürlich dann auch dementsprechend. Warum die Aktien nicht direkt im ETF aufgenommen werden, ist, wie gesagt, es sind 80 Unternehmen, das sind einige. Und um diese Aktien alle physisch in diesen ETF einzukaufen, und wenn da natürlich auch ein Rebalancing stattfindet, dass Aktien ausgetauscht werden müssen oder neue Unternehmen dazukommen, das sind dann bei 80 Unternehmen weltweit enorme Kosten, die entstehen würden. Demnach bleibt der ETF swap-basiert und natürlich diesen Kosten rein aus ETF-Sicht diese Kosten nicht zu beinhalten. Um das Thema vielleicht nochmal abzuschließen, Swap Counterparty, also die Bank of America liefert uns die Rendite von der Performance dieses Indizes und diesen enthaltenen Unternehmen. Und wir bezahlen wiederum dieser Bank of America dann eine Gebühr dafür. Das Geld wird verwaltet, also das investierte Kapital wird verwaltet in einem treuhändischen Konto bei der Bank of New York Mellon. Und entsprechend werden dort Sicherheiten von Bank of America hinterlegt, die mindestens diesen Wert entsprechen und mit einer entsprechenden Überrendite von 3-5% enthalten. Das sind Wertpapiere. Das können alles Mögliche sein. Das können Aktien und Anleihen sein. Diese müssen aber streng einem sogenannten Collateral Schedule, einem zulässigen Sicherheitsplan unterliegen, um natürlich zu vermeiden, dass hier Aktien dabei sind, die zu volatil sind. Natürlich werden auch gewisse Abschläge gemacht, dass nicht leichte Korrekturen schon die Sicherheiten ins Negative treiben würden. Und diese Sicherheiten werden täglich aktualisiert und ausgewechselt, um eben kontinuierlich eine Übersicherung dort zu gewährleisten. Einer unserer Zuhörer fragt, kann ich das Webinar noch einmal vollständig nachhören? Ich denke, das Webinar wurde aufgezeichnet. Mike, da musst du mir kurz weiterhelfen. Aber definitiv werden die Slides dazu mit den entsprechenden Kommentaren aus dem Webinar am Ende dieser Reihe verschickt von S-Broker. Auf jeden Fall haben Sie dort nochmal die Gelegenheit, den gesamten Inhalt mit Slides und Text nachzulesen. Genau, Timo. Einmal das und die Aufzeichnung werden dann, oder den Aufzeichnungslink, den bekommen die Teilnehmer dann auch noch im Nachgang zugeschickt. Genau, das ist korrekt. Eine weitere Frage war, ein ETC auf Gold- und Silberminen kaufen und gegebenenfalls besparen. Auf Silberminen, das haben wir im letzten Webinar etwas angerissen, dass reine Silberminen so als Aktienunternehmen gibt es wenig, werden auch so kaum als Gesamtprodukt mit mehreren Unternehmen aufgeführt, jedoch Goldminen sehr wohl. Dort haben wir ein Produkt, das Goldminenunternehmen weltweit zusammenbündelt, um sich dort eben an der Entwicklung der Performance dieser Goldminen zu beteiligen. Das Produkt ist auch über S-Broker erhältlich, ist dort auch aufgeführt, kann auch dort bespart werden. Es ist eine Alternative zu Gold und ist durchaus ein interessantes Thema, wenn das letzte Webinar, das wir gehalten haben, ging über das Thema Gold und Öl. Und dort haben wir das natürlich auch auf Anfang des Jahres schon im Fokus gehabt. Sowohl Gold als Rohstoff als auch die Goldminen auf Aktienseite. Dort haben wir ein Produkt natürlich parat. Die WKN-Nummer habe ich dazu jetzt nicht im Kopf, leider. Nein, aber wie gesagt, alles über S-Broker. Genau, die dürfen wir auch leider nicht sagen. Wir sind ja kein Beratungsunternehmen und von daher müssen Sie sich da die WKN dann selbst raussuchen. Genau. Genau, da ist noch eine Frage, die richtet sich eher an uns, an von S-Broker. Ein Teilnehmer beim Kauf von einem der Produkte von ETF Securities die Risikobereitschaft und die Kenntnisse zum Wertpapierhandel anpassen musste. Ich denke, das hat sich dabei dann um ETC gehandelt. Das kann dann sein, wenn Sie vorher dann eben beispielsweise nur Kenntnisse im Aktien- und Fondsbereich hatten, dann, dass Sie da entsprechend einen Risikohinweis bekommen
dass Genau. ETC halt Das eben ist nochmal richtig. eine ganz andere Sache ist, weil man da eben Genau. auch noch mit Besicherungen arbeitet und das Genau, eben. Edelmetalle sind entsprechend alle physisch hinterlegt bei uns. Das heißt, Gold, Silber, Platin und Palladiumprodukte sind physisch hinterlegt und nicht, ja, also sind physisch hinterlegte Produkte. Die Waren liegen bei der HSBC in London und sind dort auf einem allokierten Konto, also direkt zugewiesen und werden eben bei einer Creation bzw. einem Investment eben auf dieses allokierte Konto direkt mit diesem Investment verbunden, weggelegt. Genau. Und was ich vielleicht an dieser Stelle noch einfügen kann, der Robotik-ETF hat momentan einen Stand von 40 Millionen investiertem Kapital, das sich kontinuierlich über das Jahr gesteigert hat. Wir sehen kontinuierlich Interesse an diesem Thema Robotik und Automatisierung und möchte vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, es ist ein Trend, der sich momentan entwickelt. Wir möchten natürlich diesen Trend auch im Thema Cybersecurity investierbar machen. Das heißt, Leute, die wirklich Interesse haben, längerfristig hier in diesem Bereich zu partizipieren, die können diese Produkte heute schon wählen und sich an diesen Unternehmen schon beteiligen in der einer frühen Phase. Und das ist natürlich auch ein Produkt, beide, sowohl der Cybersecurity-Bereich als auch die Robotikindustrie, was sich längerfristig natürlich orientiert. Das sind Produkte, die ich dann auch über längerfristige Zeit halte und auch entsprechend Kursschwankungen kurzfristig habe. Das ist ganz klar. Wie gesagt, Cybersecurity ist sehr eventgetrieben. Die Robotikindustrie ist natürlich wieder 3D-Druck vergangenes Jahr kurz unter Druck geraten, aber es ist einfach ein Wachstumspotenzial da, das sich längerfristig durchaus solide entwickelt, wo die Nachfrage besteht. Und das sind beides Produkte, die längerfristig sich etablieren und nicht im kurzfristigen Bereich. Genau, und ich glaube, wenn wir zwei, Timo, auch einfach mal auf unsere Branche schauen, Finanzdienstleistungen, und wenn wir auf das Thema MiFID II, also Regulatorik schauen, was da dann alles auch abgefordert wird von euch und von uns, sieht man ja auch, dass dann viel mehr dann eben auch beim Thema, ja, Cyber Security am Ende auch landen wird, wenn wir sehen, dass wir viel mehr Rechenzentrenkapazitäten oder Rechenkapazitäten brauchen werden, um eben solche Produktinformationsblätter, wie ihr sie beispielsweise auch liefert, dann auch ja, abspeichern zu müssen und so weiter. Und das wird dann natürlich auch viel mehr Speicher sozusagen benötigen. Und das spielt dann natürlich auch wieder mit eine Rolle dafür, was du gesagt hast, dass das eben auch ein wachsender Markt ist, generell digitale Produkte und damit dann eben auch angreifbar wird und das dann Das ist auch mal richtig. wieder Genau. abgesichert werden muss. Genau. Falls Genau. keine weiteren Fragen auftreten, Mike, ja? Genau, so sieht es aus. Keine weiteren Fragen. Dann würde ich das Webinar damit auch schließen. Du hast ja auch schon angesprochen, wenn noch Fragen sind, können Sie natürlich gerne als Teilnehmer hier die E-Mail-Adresse nehmen, retail@etfsecurities.com oder kurz durchrufen. Oder Sie fragen auch einfach uns bei akademie@sbroker.de und können da dann eben auch Ihre Fragen stellen, wenn da im Nachgang noch was kommt, da stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Ansonsten, Timo, bedanke ich mich bei dir. Sehr Sehr spannend, gut. die Themen, Besten Dank. sehr zukunftsträchtig natürlich auch. Und ja, ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch mal das eine oder andere Webinar sicherlich mal zusammen machen. Vielen Dank. Genau. Super. Bedanke mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.